Ja, willkommen. Ich stelle euch heute Hexenflug von Amigo vor. Die Spieler versuchen sich hier als Fluglehrer und versuchen verschiedenen Hexen das Fliegen beizubringen. Das ist keine leichte Sache. Nach den ersten Anfängen kommt es dann irgendwann aber auch zur Flugprüfung. Und wenn die Hexe die besteht, wenn man es vernünftig beigebracht hat, dann bekommt man als Belohnung auch mal gern so ein Hexenbuch. Und wer davon die meisten hat, der hat natürlich Rang und Namen jetzt unter den Hexen und wird vielleicht der begehrteste Fluglehrer bei der nächsten World Focus Nacht. Und das möchte natürlich jeder sein. Und so entbrennt hier wirklich ein Kampf um diese Hexenbücher. Wer macht's am besten? Wir schauen mal rein, wie das Spiel funktioniert. So, hier oben haben wir schon unsere Hexenbücher liegen in fünf verschiedenen Farben. Um die geht's. Aber bevor wir die bekommen können, müssen wir jetzt natürlich erstmal Hexen fliegen lassen. Und naja, das ist nicht ganz simpel, obwohl das Spiel, wenn man es verstanden hat, recht flott geht, sind das ein paar Mechanismen, die sich erstmal nicht ganz erschließen. Darum ganz genau zuhören. Man muss sich vorstellen, jeder Spieler hat vor sich eine eigene Auslage für verschiedene Hexenreihen, die er gleich bildet. Und es gibt eine allgemeine Auslage hier in der Mitte, die gilt für alle Spieler. Dort liegen jetzt auch schon ein paar Karten drinnen. So, wenn ein Spieler jetzt am Zug ist, kann er versuchen, Hexen fliegen zu lassen. Er kann Hexen landen lassen oder wenn er Pech hat, stürzt auch mal eine Hexe ab. Wenn das aber gut gegangen ist, dass er es geschafft hat, eine Hexe landen zu lassen, kann er auch noch eine Hexe prüfen gegebenenfalls und somit dann auch schließlich an diese Bücher hier oben kommen. So. Wenn man am Zug ist, läuft es so, dass man Karten hier vom Stapel oder aus der Auslage hier in seine eigene Auslage hineinlegen kann. Dabei entstehen Reihen aus Hexen gleicher Farbe. Ja, es gibt also fünf verschiedenfarbige Hexen, genau wie Bücher. Und ich kann jetzt mich entscheiden, decke ich mal hier vom Stapel auf oder nehme ich hier aus der Auslage erstmal. Ich decke jetzt mal auf. Jetzt habe ich eine 3. So, die lege ich jetzt hier in meine Auslage hinein. Damit habe ich jetzt eine eigene Reihe für die schwarzen Hexen aufgemacht. Jetzt kann ich aber auch sagen, ich nehme hier die 4 und jetzt nehme ich mal hier die 10 und lege die da an. So. Die Reihen steigen also immer nach oben auf und damit kann ich natürlich bestimmte Karten auch nicht mehr legen. Zum Beispiel hier kann ich jetzt keine 1, 2, 9, 8 oder sowas mehr anlegen, sondern es muss höher sein, also 11 bis 15. Die Karten gehen bis 15. Hier könnte ich aber noch anlegen, hier ist ja auch noch beliebig. Ich decke mal weiter auf, ich jetzt hier eine 6, ist okay. Jetzt kann ich sagen, nehme ich mir auch noch mal die 3. Ich kann das nach Belieben weitermachen, bis ich irgendwann denke, jetzt ist mal genug. Wollen wir das Glück nicht mehr weiter strapazieren oder so? Ich höre auf. Dann ist es okay, dann habe ich eine weiche Landung vollführt, wie man sagt bei diesem Spiel. Das bedeutet, ich kann jetzt hier aus meiner eigenen Auslage mich für eine Reihe entscheiden der Hexen und die Karten auf meine Hand nehmen. Ich kann nur sagen, ich nehme jetzt einfach mal die. Das muss man natürlich irgendwie auch taktisch festmachen. Das ist jetzt noch nicht ganz klar, wie das funktioniert, aber später wird es das sicherlich. Dann nehme ich die Karten auf meine Hand. Das ist jetzt nachher für die Prüfungen der Hexen wichtig. Die Karten kann ich also nicht benutzen, um noch irgendwas hier auszuspielen oder so. Da darf man nicht verwechseln. Das ist die Möglichkeit, eine weiche Landung zu vollführen. So. Jetzt kann es aber ja passieren, dass ich eine Karte aufdecke, die ich hier nicht mehr anlegen kann oder auch nicht möchte. Zum Beispiel die 7 könnte ich jetzt hier anlegen. Machen wir es auch einfach mal gerade so. Die 6 auch. Ich komm bestimmt gleich eine Karte. Das kann man nicht immer strapazieren. Zum Beispiel jetzt die 1. Die darf ich nicht anlegen. Ich habe hier eine 3 und eine 6 im Grün. 1 ist niedriger, passt nicht. Jetzt muss ich diese Karte in die allgemeine Auslage hineinlegen. Und jetzt ist auch klar, wie Karten hier reinkommen. Das passiert immer dann und das darf auch nur maximal einmal im Zug geschehen pro Spieler. Ich darf das auch freiwillig machen. Sagen wir mal, eben hier habe ich jetzt diese 7 gezogen und ich denke mir, na, die möchte ich nicht legen, weil das meine Auslage blockiert oder wie auch immer, ist jetzt hier schwachsinnig. Aber sagen wir mal, es wäre zum Beispiel die 14, die ich ziehe und denke, na, die möchte ich nicht haben. Dann lege ich sie lieber in eine Auslage. Das ist auch okay. Also entweder ich muss es machen oder ich mache es freiwillig. Hauptsache, ich mache es nur einmal im Zug. Dann liegt hier eine neue Karte drin und das bedeutet, ich kann jetzt ganz normal weiterspielen, das ist nur so eine Art Vorwarnung. Ich kann weitermachen, gucken, was ich so tue, ist ganz okay. Aber wenn ich jetzt freiwillig aufhöre, dann kann ich keine weiche Landung mehr machen, sondern nur noch eine harte. Und das bedeutet, aus meinen Reihen kann ich mir jetzt nicht irgendeine aussuchen, sondern ich muss die nehmen mit den wenigsten Karten drin. Also zum Beispiel jetzt hier diese 3. Gäbe es da einen Gleichstand, dann kann ich mir darunter wieder eine aussuchen. Aber es ist mir eben nicht mehr möglich, hier so eine Reihe mit schon vielen Hexen und so weiter drin zu nehmen. Das geht nur bei einer weichen Landung. Harte Landung muss ich mir eben hier die mit den niedrigsten nehmen auf meine Hand. So. Jetzt kann es immer noch passieren, dass eine Hexe abstürzt und das Ganze funktioniert so, wenn ich eine Karte bereits hier reingelegt habe in die Mitte und ich decke jetzt auf und ich kriege wieder eine Karte, die nicht passt, eine 4 zum Beispiel, die kann ich nicht anlegen, dann habe ich es geschafft, die Hexe stürzt ab.
Ja? Und das bedeutet, dass ich diese Karte hier zusammen mit allen gleichfarbigen Hexen abwerfen muss auf den Ablagestapel. Also hier jetzt die grünen 4 und jetzt meine ganzen anderen grünen Karten. Die kämen alle weg auf den Ablagestapel. Natürlich sehr ärgerlich, denn habe ich meine Reihen hier lange gebildet mit viel Glück oder mit Ideen dahinter und jetzt muss ich sie plötzlich alle abschmeißen. Das möchte man also möglichst vermeiden. Aber man kann ja, ne? Man sieht ja, wenn man hier eine Karte reinlegen muss, unglücklich, dann kann man ja immer noch aufhören und zur Not eine harte Landung machen. Man muss es nicht abstürzen lassen. Aber für Risikofreudige passiert es halt manchmal doch schon. Jetzt muss man dabei noch beachten, habe ich von einer Hexenfarbe noch kein Hexenbuch, sehen wir gleich, wie das funktioniert, dann kann ich zumindest den Auslöser dieser Hexe, die das ausgelöst hat, auf die Hand nehmen. Ja, also ich würde diese auf die Hand nehmen und die müsste ich abschmeißen, meine Grünen. So hätte ich schon mal eine Karte auf meiner Hand, die auch nicht schlecht ist. Habe ich aber schon ein Hexenbuch der Farbe, dann kriege ich diesen Anfängervorteil, wie er heißt, nicht, sondern ich muss tatsächlich alle 4 Karten abschmeißen. So, das ist das. Habe ich es geschafft, eine weiche oder harte Landung auszuführen, also die Hexe ist mir nicht abgestürzt, dann kann ich jetzt zum Schluss noch probieren, eine Hexe zu prüfen. Und dafür sind jetzt diese Handkarten da. Wir nehmen jetzt mal an, ich hätte die hier bekommen. Ich kann jetzt gleichfarbige Hexen eintauschen. Und zwar ab 3 Hexen geht's los, 2 bringen mir nichts. Für 3 Hexen bekomme ich ein Buch, für 4 Hexen bekomme ich 2 Bücher und für 5 gleichfarbige bekomme ich 3 Bücher. Das ist das Maximum, 3 Bücher. Ja. Es gibt dabei noch die Möglichkeit, Joker zu verwenden. Und das ist nochmal ein sehr interessanter Mechanismus. Und zwar zählen alle die Hexenkarten erstmal grundsätzlich als Joker, von denen ich schon ein Buch habe. Habe ich also zum Beispiel schon hier ein pinkes Hexenbuch mal bekommen, irgendwann vor mir abliegen, dann kann ich jetzt alle liegenden Hexen prinzipiell als Joker benutzen. Dabei muss ich allerdings berücksichtigen, welche Hexe ich prüfe. Prüfe ich diese Hexe hier, muss ich gucken, was ist die höchste Karte dieser Hexenreihe. Hier ist die 6, also muss meine Joker-Karte auch höher sein als die 6. Hatte ich zum Beispiel diese 14, ginge das. Eine 5 ginge nicht, aber eine 14 oder eine 7 ginge. Jetzt könnte ich also zum Beispiel diese lila Karte als Joker benutzen, hätte damit nicht 1, 2, 3, 4, sondern 5 grüne und würde dann entsprechend natürlich mehr Bücher bekommen. Ja? Ich darf von jeder Farbe nur einen Joker benutzen, aber sagen wir mal, ich hätte zum Beispiel auch noch ein weißes Buch und ich hätte jetzt noch dieses zusätzlich, dann könnte ich das auch als Joker nehmen. Sagen wir mal, ich hätte jetzt hier die ganzen grünen gar nicht, ich hätte es nur so. Könnte ich das als Joker nehmen und das auch, denn die 7 ist größer als die 6. Damit hätte ich jetzt auch schon wieder 2 Bücher bekommen für 4 gleiche. So kann ich also Joker benutzen. Interessanter Mechanismus, denn wenn ich die Bücher habe, kriege ich immer mehr Joker. Natürlich sind die höheren Karten dann auch immer bessere Joker. Auf der anderen Seite verliere ich dran drängend meinen Anfängerbonus beim Abstürzen. Wenn eine Hexe abstürzt, verliere ich so jetzt mehr, da ich die Karten nicht auf die Hand nehmen darf. Muss man also alles berücksichtigen. Das sind die Mechanismen. So bekomme ich schließlich dann meine Bücher. Es gibt noch eine Sache, man wird jetzt immer denken, naja, dann kann ich ja immer viel gleich auf meine Hand sammeln, das ist doch super und ganz am Ende tausche ich die alle mal ein. Das geht nicht, denn es kann passieren, dass eine 15 mal aufgedeckt wird, die gibt es ja auch im Spiel, die 15, die hohen Karten. Ich hoffe jetzt mal beim Durchmischen kriege ich auch mal irgendwann eine. Hier soll es nicht sein, aber ich finde eine. Und zwar, auf dieser 15 ist eine schwarze Katze abgebildet unten, die fliegt da auch mit rum, sehr putzig. Wenn die aufgedeckt wird, dann muss jeder Spieler seine Handkarten auf 5 reduzieren. Und darum ist das natürlich auch ein großes Risiko. Es kann funktionieren, Karten immer über einen längeren Zeitraum zu sammeln. Aber es kann eben auch ein Nachteil sein, wenn dann plötzlich eine 15 kommt und zack, muss ich meine Karten wieder abgeben. Also auch da will man natürlich gut aufpassen. Das Spiel endet dann irgendwann, wenn hier bestimmte Farben weg sind, wenn es die nicht mehr gibt. Zum Beispiel, wenn hier 2 Farben weg sind und es nur noch 3 liegen oder im Spiel zu mehreren sogar nur 2, dann wird gezählt. Erstmal bringt jedes Buch, egal welcher Farbe, jetzt einen Punkt. Aber für jedes Set aus 5 unterschiedlichen kriege ich nochmal einen Punkt Bonus. Ja? Ich glaube, das ist verständlich. Also das sind 1, 2, 3, 4, 5 Punkte plus 1. Und dann hätte ich jetzt schon 6 Punkte, 7, 8, 9, 10, 11 Punkte, 12 Punkte, sagen wir mal, wäre das jetzt gewesen. Dass ich einen Bonuspunkt bekomme und den Rest einfach alles einzeln zähle. Das ist das. Wer dann die meisten Punkte hat, ja, der gewinnt, hat es am besten gemacht. Wie immer, das bin natürlich ich. Ja, machen wir es kurz. Hexenflug ist eins meiner Lieblingskarten in letzter Zeit geworden. Ist mal was Neues, ein schönes Thema, was ja wirklich auch gut umgesetzt ist, was zum Spielen einlädt. Das Material ist wirklich ganz hervorragend, aber das sind wirklich mal wieder gute Karten. Ein Spiel, wo man die Karten viel benutzt, wo sie aber auch wirklich halten. Also Material tipptopp, ganz oben dabei.
Und was jetzt hier ist, es ist nicht nur, ich decke von so einem Stapel auf, das hat man schon 100 Mal, ich muss irgendwann sagen, ich höre jetzt auf oder ich mache weiter, mal gucken, wie ich das so einschätze. Das wäre ja ein bisschen langweilig. Nein, sondern das Ganze wird hier durch verschiedene kleine Mechanismen, die also wirklich ausgetüftelt ineinander greifen, doch noch viel taktischer, als man glaubt. Und nicht nur das, es gibt nicht nur Taktiken, die man anwenden kann, sondern ich kann sogar ganz verschieden an dieses Spiel herangehen und verschiedene Sachen ausprobieren, dieses Spiel zu gewinnen. Ja? Ich möchte jetzt nicht alle vorwegnehmen, das soll ja jeder vielleicht auch selber herausfinden. Aber ich sag mal, dadurch, dass es passieren kann, dass die Handkarten begrenzt werden, dadurch, dass ich zum einen, wenn ich viele unterschiedliche Hexen sammle, die Joker alle bekomme, aber auf der anderen Seite, wenn ich möglichst immer nur gleiche Hexen sammle, den Anfängerbonus immer kriege, wenn ich Hexen abstürzen lasse, dann bekomme ich eben immer die Karte auf Hand, so kann ich das verschieden ausnutzen, um an meine Punkte letztendlich zu kommen, ja. Es ist, man denkt, es ist relativ wenig, wenn ich dieses versuche, von jedem Hexenbuch eins zu bekommen, dann bekomme ich am Ende nur einen zusätzlichen Punkt. Das mag erstmal wenig klingen, dachte ich auch erst in den ersten Partien. Aber wenn man zum Beispiel so spielt, dass man probiert mehr zu sammeln und immer gezielt eins zu nehmen, von jedem eins, dann bekommt man, sagen wir, hier zwei Karten, da drei, zwei, drei, hat man schnell schon zwei Bonuspunkte gemacht durch diese Strategie. Damit werden Sammelstrategien wieder belohnt. Und etwas diese, ich nehme einfach immer alles, was ich gerade so kriege, wird dadurch etwas abgeschwächt. Aber beides funktioniert. Das ist wirklich sehr interessant. Und also wie gesagt, ich wollte ja nichts vorwegnehmen. Aber es gibt viele verschiedene Herangehensweisen in diesem Spiel. Einfach ausprobieren. Man wird darauf kommen, was funktioniert. Und das ist wirklich toll. Ich kann es nur empfehlen. Wirklich Material toll. Ich finde die Zeichnung toll. Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Das ist vielleicht fast ein bisschen zu kitschig schon hier, diese Bücher mit dem Stiefel drauf und das glitzert alles so gut. Muss man wissen. Aber ich kann es als Kartenspiel, was wirklich flott ist, was man, naja, drauf losspielen kann, ist vielleicht etwas übertrieben. Man muss es ja schon einmal gehört haben. Man muss sich merken, wann ist jetzt nochmal weiche Landung, wann harte, wann stürzt ab. Okay, aber es geht doch recht schnell. Die Anleitung ist kurz und wenn man da einmal drin ist, man sollte vielleicht zwei Runden spielen, dann ist man drin. Aber dann geht's wirklich flott. Man kann immer wieder spielen und macht immer wieder Spaß. Verschiedene Strategien. Es wird nicht langweilig. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man sich hier ärgern kann, wie man auch andere Leute ärgern kann. Aber trotzdem ist es nicht so, dass man hier verzweifelt. Es ist im Prinzip auch möglich, hier fast ohne großes Glück zu spielen, immer sehr vorsichtig zu spielen und trotzdem recht gut dabei zu sein. Das ist wirklich schön hier. Kommen alle auf ihre Kosten. Also wirklich ein sehr, sehr gutes Kartenspiel, was ich jedem, der schnelle Kartenspiele mag, auf jeden Fall empfehlen kann. Also auf jeden Fall sich das mal angucken.